In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt mehr als 20% weniger als Männer. Warum, fragt ihr euch? Nun, das liegt an der weiblichen Anatomie. Wir erklären euch das mal. Und wir fangen damit am besten mal ganz oben an. Hier sitzt bei der Frau das Gehirn. Und da geht so einiges ab. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Berufswahl geht. Da spielen so Label wie typisch Mann, typisch Frau eine riesengroße Rolle. Mädchen entscheiden sich eher für einen Beruf, der schon von vielen Frauen ausgeübt wird. Weil alles, was irgendwie was mit Jungs zu tun haben könnte, im Teenager-Mädchenhirn erstmal riesige Warnsignale auslöst. Das ist deshalb ein Problem, weil diese sogenannten Frauenberufe traditionell schlechter bezahlt werden als Männerberufe. Das sagt ja schon mal sehr viel über die Wertschätzung von Frauen und ihren Fähigkeiten in unserer Gesellschaft aus. Schlimmer noch, Studien zeigen, dass auch wenn in Männerberufen irgendwann mal mehr Frauen arbeiten, das Gesamtgehaltsniveau sinkt. Kommen wir zu dem anatomischen Merkmal, das die Frau vom Mann unterscheidet und gesellschaftlich extrem problembelastet ist. Der Uterus, diese tickende Zeitbombe. Jeder Zyklus birgt ein neues Schwangerschaftsrisiko. Frauen, die im gebärfähigen Alter auf Jobsuche gehen, müssen irgendwie immer damit rechnen, dass Personalerinnen und Personaler ihre qualifizierten Antworten überhören, weil die biologische Uhr einfach lauter tickt. Wenn ein Unternehmen allen Warnungen zum Trotz doch noch eine Frau einstellt, dann muss es das Risiko besonders klein halten. Es tut das mit mehr Flexibilität. Das heißt im Umkehrschluss, in Deutschland haben mehr Frauen als Männer ein befristetes Arbeitsverhältnis. Kaum zu glauben, aber wahr, eine weitere Problemzone sind die Brüste. Da nur die Frau stillen kann, bleibt sie nach der Geburt ihres Kindes erstmal zu Hause, geht in Elternzeit und kümmert sich liebevoll um das Kleine. Zwar entscheiden sich mittlerweile auch immer mehr Väter dafür, in Elternzeit zu gehen, yay. Aber die meisten bleiben dann doch nur die klassischen 2 Vätermonate zu Hause, während die Frau in der Regel ein ganzes Jahr pausiert. Kommen wir zur nächsten Problemzone, den Händen. Haushalt, Pflege, Kinderbetreuung, all das muss ja gemacht werden. Deshalb arbeitet etwa die Hälfte aller Frauen in Teilzeit. Bei Müttern mit kleinen Kindern sind es sogar 3/4. Sobald die Kinder älter sind, könnte Frau auch wieder in Vollzeit arbeiten. Darauf hat sie aber kein Anrecht. Tja, es bleibt ja noch der Haushalt. Aber könnte nicht eigentlich auch der Mann einfach in Teilzeit gehen? Naja, aber der hat ja häufig das höhere Gehalt. Da bleibt doch besser die Frau zu Hause. Wir kommen zur letzten Problemzone der Frauen. Ihr Mund. Ja, Frauen verhandeln ja auch nicht. Dann brauchen sie sich nicht wundern, dass sie weniger Gehalt bekommen, heißt es dann immer. Stimmt nicht. Hat eine Studie jetzt rausgefunden. Frauen verhandeln genauso oft wie ihre männlichen Kollegen um eine Gehaltserhöhung. Allerdings, sie bekommen sie seltener. Da spielen wieder die alten Stereotype eine große Rolle. Frauen gelten generell als verhandlungsscheu und weniger durchsetzungsfähig. Wenn ein Mann aufs Ganze geht und mehr Geld fordert, dann kriegt er das nicht nur, sondern es wird ihm auch noch gegönnt. Wenn Frauen dasselbe tun, dann wirken sie ganz schnell irgendwie selbstsüchtig und egozentrisch. Und so eine verdient ja wohl wirklich keine Gehaltserhöhung. Ärgert dich das auch? Dann mach dich stark und informier dich. Über Lohngerechtigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen.